Sie hatten das Stück knallhart durchgenommen von Igor Pavlovic in der Darstellung des Bild. Slitny Sratz. Letzte Folge vor dem Urlaub. Letzte Folge vor dem Urlaub. Wir fahren. Textsicherheit, arbeiten wir nochmal. Ich hab dir vorher extra das DIN A4 Buch mit dem Text gegeben. Nein. Habe ich mir nicht angeguckt. Ich dachte, wir improvisieren das. Also, letzte Stunde vom Sommerurlaub. Das heißt, wir schauen heute einen Film an. Ich habe was für euch vorbereitet, was sowohl mit unserem Stoff zu tun hat, den wir gerade durcharbeiten, als auch was Unterhaltsameres. Es ist The Fast and the Furious Teil 6. Das schauen wir uns heute an. Kann die Lea bitte mal den Fernsehkasten holen aus der 8B? Herr Maurer, ich war gerade in der 8B und die haben gesagt, die brauchen den selber. Ach, das, den habe ich angemeldet. Sag den mal, ich habe den angemeldet, den Fernsehkasten, und dass du den jetzt holst. Aber Herr Schmitzmüller hat gesagt, sie hatten den schon letztes Jahr vor den Ferien und dieses Mal werden sie dran. Das spielt keine Rolle. Hier, gib mir den Zettel mit der Liste, wo das drinsteht. Du gehst da jetzt runter und du holst das. Okay. Tauch hier ja nicht ohne den Kasten auf. Okay. Also, naja, die Lea, ne? Rein. Herr Maurer, er hat gesagt, wenn ich noch einmal reinkomme, um den Fernseher zu holen, dann schmeißt er mich eigenhändig von der Schule. Das kläre ich jetzt selber. Das Schwein hol ich mir! Nehmen Sie ihm richtig einen auf die Fresse von mir. War das nicht in der Schule die schönsten Momente, als die Lehrer miteinander gekämpft haben? Ja. Als wirklich der Lateinlehrer mit seinen magischen Formeln gegen den Sportlehrer, der dann so Salto gemacht hat und so. Ja. Das ist eigentlich auch geil. Wir hatten so eine AG auch, Kampf-AG. Ja? Mhm. Mit Lehrern, wo man dann so Geld setzen konnte. Wetten konnte. Ja, wer gewinnt. Auf Frau Brück, die dann einfach so, hi, wir hatten, bei uns war das Gute, wir hatten so eine Lehrergeneration, also Lehrer kommen ja immer in Schüben. In Generationen. Ja. Ist ja selten so, oh, Referendar, paar Mitte-20-Jährige, paar Mitte-30-Jährige, paar Mitte-40, paar kurz vor der Pension. Stimmt. Nee, die sind alle immer kurz vor der Pension. Und die werden dann immer schubweise ausgetauscht. Ja. Und wir hatten halt schon wie so ein, unser Keilriemen knatschte schon so ein bisschen, bis er ausgetauscht wurde. Deswegen waren aber diese Kämpfe sehr interessant. Aber man wirklich nicht wusste, was passiert. Hm? Weil die andere Fähigkeiten haben, ne? Der eine ist langsam und mächtig. Ja. Der andere schnell und leichte Attacken. Ja, die waren eher alle sehr langsam und unmächtig. Aber dadurch waren die Kämpfe teilweise sehr lang auch. Wir hatten noch ein bisschen die Generation Weltkriegsveteranen. Ja. Wie unser Physiklehrer, der uns beigebracht hat, wie man Panzer lahmlegt. Einfach mal so ganz nebenbei, so zwischen Niels Bohr und Tschernobyl. Einfach so, übrigens, falls ihr mal einen Panzer lahmlegen müsst, schaut, dass ihr so einen Schraubenschlüssel irgendwie hinten auf die Batterie werft, damit, weil die haben so verschiedene Batterieblöcke. Mhm. Und wenn du da so einen Schraubenschlüssel oben drauf wirfst, dann schaltest du die irgendwie schlagartig in Kette oder was auch immer. Und dann fliegt da die Sicherung raus. Und dann hast du den lahmgelegt. Und ich dachte mir, wow, okay, ich bin jetzt vorbereitet. Ach, das Panzer, oder wie hieß der? Nochmal bitte? Achilles Panzer. Die haben doch immer so einen Namen. Leopard, Wiesel, Marder, Leo, Achilles. Wegen. Aber, also die heißen so wie Tiere, deswegen Achilles? Habe ich nicht verstanden. Oh, Nils, da muss ich dir leider eine Verwarnung geben. Da muss ich dir leider wirklich eine Verwarnung. Das tut mir wirklich jetzt leid. Da komme ich jetzt gerade nicht umhin. Piep, 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 piep. Nee, da brauchst du doch nicht deine Eltern anrufen. Piep. Ja, Frau Will. Ja. Nee, deswegen melde ich mich gar nicht. Ich bin hier wieder mit Florentin. Ja, genau, ihrem Florentin. Nein, alles gut. Darum geht's mir jetzt aber gar nicht. Da haben Sie völlig recht. Das sage ich ihm auch gerne nochmal. Aber es ging jetzt um ganz konkrete Sache. Der hat wieder massiv klug geschissen. Ja, ich weiß. Ja, Sie kennen ihn länger als ich. Natürlich ist das ein Problem, das wissen wir. Nein, ich hatte mich gefragt, gerade weil Sie so viel Erfahrung mit ihm haben, waren Sie doch sicherlich auch häufig in Situationen, wo er ständig klug geschissen hat. Genau, ja. Und das haben Sie. Und das klappt? Ah, das. Okay. Dankeschön. Nein, Frau, ich melde mich wegen der anderen Sache, melde ich mich nochmal, Frau Will. Tschüss. Ja, ich sehe auch. Tschüss, tschüss. So, okay. Ja, dann spielen wir euch weiter. Wir haben gerade einen neuen Auftrag angenommen, und zwar gilt es mal wieder einen Drachen zur Rechtschaffenheit zu ziehen. Du, das ich, natürlich, bevor du jetzt irgendwas
machst, ne? Ich drück jetzt hier mal 5 Tasten, ja? Guck mal bitte. Okay. Okay. Hast du gesehen? Ja. Soll ich nochmal machen? Weißt du, was das für eine Zahl war? Ja, okay. Nee. 85000. Ja. Welche Zahl ist das? 85.000. Richtig. Weißt du, was ist das? Die Anzahl der Seelen, die völlig richtig auf dem Spiel sind. Völlig richtig, Florentin. Ich will dich nicht unter Druck setzen, niemand möchte dich unter Druck setzen, aber es ist nun mal so, 85.000 Seelen liegen da jetzt rum und da nur jetzt einfach mal ganz kurz, um vielleicht deine Fokussierung ein bisschen... Du denkst, ich bin unfokussiert, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich denke nur, dass du manchmal glaubst, das sitze ich hier mit einer Arschbacke ab. Ja, das ist halt jedes Mal, wenn du bei mir in der Stunde sitzt, habe ich das Gefühl, ja, der schöne Florentin, der braucht hier Physik nicht mehr lernen, der weiß, wie das ist, ja. Ja, so war ich bekannt da. Ja, ist das. Und dann checkerst du da mit Daniel rum in der letzten Reihe und schenkst mir hier keine Aufmerksamkeit, mein Freund. Und glaubt man nicht, also die Abschlussprüfung ist nicht so ein Walk in the Park für dich, mein Lieber. Weil, und ich habe hier mit deinem Chemielehrer, Herrn Schnawatzki, gesprochen, der sagt, das ist auch auf der Kippe. Und dein Lateinlehrer hat gesagt, wenn du so weitermachst, das kleine Latinum kannst du abschminken. Ja, okay. Das sind schon 3 Fächer. Ja. Ich sag's nur, Flo, das ist deine Zukunft, ne? Und mich halt nicht konzentrieren unter dem Druck. Ja, dann nimmst du halt die Tabletten, die ich dir hier bereitgelegt habe. Die habe ich selber gepresst. Das ist der Druck, den du immer aufbaust. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Nee, mach jetzt nochmal. Das machst du jetzt nochmal. Okay. Zeig, jetzt noch mal. Zeig mir, dass du es wirklich willst. Und den anderen Lehrern auch. Ich hab das Gefühl, das wird eine ganz unangenehme. Ich hab einen Stichangriff gemacht. Ja. Wow! Das Blocken, das hast du neulich schon mal gemacht. Aber damit kann man auch stechen? Nee, wenn du R2 drückst, stichst du. Nee. Ich habe gerade mit L1 eine Attacke ausgeführt. Da bin ich mir sehr sicher. Können wir noch mal in die Blackbox gucken? Vorsicht! Das ist unsere Blackbox. Das ist unsere Blackbox. Ja, Vorsicht! Nein, Vorsicht, Meister! Willst du wirklich sehen, was in mir drin steht? Ja. Sage die magische Formel. Was waren die letzten 5 Eingaben? Eingabe 1. Hilfe, Blackbox! Wie öffnet man dich? Das war alles. Es kostet 19,99 € im Monat, diese scheiß Blackbox. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie uns wirklich weiterhilft. Ja, dir nicht. Aber derjenige, der die 19,90 € bekommt, dem hilft sie weiter. Komm mal, und die Seelen sind wieder da, ist doch alles in Ordnung. Ja, okay, du hast völlig recht, das ist so ein Glück. Ich habe schon gegen ganz andere Leute gekämpft als dich! Das ist richtig. Aber ich bin Hubertus von Lochenbauch. Dieses Mal, au, siehst du, wie ich dich, au! Jetzt. Ja, au, au! Geh ich mal einen Schritt zurück, stich! Warte jetzt. Jetzt aber. Ha! Was hältst du von Ritter der Kokosnuss? Ist er gut gealtert? Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, weil ich natürlich als gelehrter Historiker natürlich die massiven Geschichtsunakkuratitäten nicht übersehen kann. Das verdirbt mir den Spaß. Was ist denn das Unakkurateste? Im Mittelalter gab es keine Kokosnüsse. Doch, natürlich gab es Kokosnüsse. Nicht in Europa. Nicht in Europa, ja. Ja. Das ist ein relevanter Zusatz. Ja, der spielt in Europa, der Film. Ja. Also wo kommen die Kokosnüsse her? Das ist meine Frage an dich. Es gibt keine du hättest nachgewiesenen sagen Handelsbeziehungen zwischen Hawaii und den europäischen Nationen. Also erstmal, Kokosnüsse sind ja nicht nur in Hawaii beheimatet gewesen. Kokosnüsse ist eine sehr expansive pflanzliche Spezies. Und dann hast du ja gerade gesagt, es gab im Mittelalter keine Kokosnüsse. Du hast aber nicht den Ort spezifiziert. Das hättest da, wo der Film spielt, gab es das nicht. Das hättest du sagen müssen. Wo sind die Funde? Wo sind die Aufzeichnungen? Wo sind die Schriften?
Wo sind die Minnegesänge? Die wurden, da gibt es jetzt neue Funde. Aus Neufundland, ein Forscher, der darauf spezialisiert ist. Faulste Name der Welt auch einfach. Neufundland, oder? Ja. Aber wir haben wieder was Neues gefunden, Herr Roboter. Was schon wirklich? Gestern erst wieder. Wie heißt es? Oh, ich habe keine Lust mehr hier. Ich habe schon Island gehabt, Asland und Usland. Jetzt, wie war. Ah, Scheiße. Schreibt mal Platzhalter rein. Und doch, wir denken uns später was als. Nach dem Eisberg, boah. Wenn wir den Eisberg umschifft haben, denken wir uns ein. Ja, jawohl, Lord Canterbury. Ah, jemand muss das Logbuch retten. Oh, wir gehen alle unter. Egal, Hauptsache das Logbuch. Wir setzen es ins einzige Rettungsboot, was wir haben. Und dann wird es irgendwann in London an die Küste gespült. An die Londoner Küste. Damals im Mittelalter hatte London noch eine riesige Küste. Und anvisieren ist überhaupt gar keine Möglichkeit. Steht mir nicht, keine Option, keine Handlungsoption. Wie man im Fernsehen gesagt hat, an Visier kommst du nicht ran. Du musst ein richtig hohes Tier für sein. Ach, ist es wieder so eine. Kannst du mir noch mal ganz kurz auf die Sprünge helfen, wie dieses Treten noch mal ging? Ja, R1 und nach vorne. Mit dem linken Analogstick. Ach, aber der Mana-Schlag geht auch. Ui, ich sehe nichts. Du hast aber keinen Mana mehr. Doch, hast du noch. Starke Leistung. Wirklich wahr. Oh, das war ein schönes Geräusch, wie der Speer. Ja, oder? So rollt der Speer auf der Erde entlang. Welchen Film könntest du am besten vertonen? Also Anchorman. So kommt. Aber wirklich auch mit dem Papierrascheln und so? Ach, du meinst nicht nachsprechen, sondern vertonen? Nee, wirklich, also so Foley Artist, nicht die Dialoge, sondern wirklich alles so. Mach mal Papier so. Mit dem Mund? Mhm. Oder? Mit dem Mund, einfach nur alles mit dem Mund. Ja, mit dem Mund. Wahnsinn, ey, du bist so talentiert, ist unglaublich. Nein! Neun? Beichtstein. Neun Beichtsteine? Wo ist er, der Rübemann? Der Rübemann, der Rübemann, der hat. Wo ist er denn? Der Rübemann, da. Nein. Da, nein, doch. Oh. Der. Nein, das ist jetzt nicht immer so. Ist jetzt wieder so eine Ballisten-Basilisken-Nummer? Muss man den erstmal wegdrücken, dass du gleich schlagen kannst dann mit dem. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann mit dem reden. Du musst erstmal den Beichtstein wegdrücken, sonst kannst du gar nichts machen. Ja. Da war doch gerade was mit X, mit A. Beichtstein, ja. Den hattest du nicht weggedrückt. Ich glaube, der schnurrt einfach rum. Vielleicht ist der noch oben. Hattest du oben alle platt gemacht? Oder hast du einen übersehen? Wolltest du zu schnell eine Stufe weiter runter? Der ist noch ein Zwischengeschoss, ne? Ich verstehe. Du musst erst auf den Kronleuchter. Und dann darüber springen. Springen. Jetzt gib mir noch mal ganz kurz 20 Minuten Pause. Stick rein drücken, ne? Und dann springen. Jaja. Springen. Gut, okay. Dann übst du das Springen einmal hier ohne Druck. Ich hatte nicht genug Anlauf. Ja. Das ist bei den Weitspringern immer auch so lame. Oh, ja. Übrigens, ich bin 7 Meter gesprungen. Ja, natürlich, du hast wahnsinnig viel Anlauf. Warum ist aus dem Stand springen eigentlich nicht olympisch? Heil dich mal bitte, sonst fällst du gleich dumm. Weil, auch so Fußball oder so, denkst du, ich schieße ein Tor aus 30 Meter Entfernung. Da sag ich, ja, du hast ja auch die Schuhe an. Die Fußballschuhe. Wirklich. Barfuß könnte das keiner. Also lächerlich. Kann man das rausschneiden? Also, dass es so aussieht, als würde es fliegen? Fürs VOD? Das machen die schon. Und wenn ich. Ah, das tut mir leid, Nils. Das war jetzt wirklich eine vernielste Nummer. Das ist wirklich. Das tut mir leid. Ich gucke jetzt erstmal hier. Die waren wir noch nicht einmal.
Olle. Wehe, du findest jetzt da irgendwie so eine dumme geheime Tür und ich finde sie nicht. Alter, es ist hier einfach nur ein Item. Das ist das Einzige, was hier ist, ist ein Item. Mehr ist hier nicht. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was mag hier noch sein? Und hier ist wirklich einfach nur ein Balkon. Oh, stell dir mal vor, du machst ein Dark Souls Pen and Paper und du gehst auf so einen Balkon, der Spieler fragt, und was sehe ich? Ja, du siehst vier königliche Gärten, drei Zisternen, acht Kirchtürme. Der wirst ja echt nicht fertig. Hoffentlich gibt's das nicht. Dark Souls Pen and Paper. Das gab's mal und dann sind die aber an Altersschwäche verstorben und wurde das verboten. Ja, und du spielst so vier Knoblauchkobolde. Eigentlich auch nicht schlecht. Dark Souls, aber du spielst die Gegner. So den Alltag von diesen Knoblauch-Kobolden hier so rumstellen. So, warum darfst du immer die große Schwert haben? So, dann die ganze Zeit und dann irgendwann am Ende kommt halt so der Held und haut alle mit einem Schlag um und es ist vorbei. Ja, das stimmt. Aber es könnte ja auch sein, dass einer von uns beiden kommt und dann geht das Abenteuer für die halt doch noch eine Weile weiter. Und wir ziehen uns, der Held zieht sich respektvoll zurück. Aber dieses Schwert vor den Kopf halten ist doch albern, oder? Also das wieso, das sieht doch richtig geil aus. Huzo! Also es hat schon Style. Sieht das so, als würde du auf seine Armbanduhr gucken. So wirklich Leute, die so hier an der Schläfe die das Zeigerblatt haben. Weil ich denke, was ist denn bei euch los? Ja, Zeit zu schläfen. Kommt er wieder. Lass dich kurz auf die Uhr gucken. Was soll das? Das ist eine der coolsten Gesten der Menschheit. Nach Rauchen ist das die coolste Geste. Das ist cool. Und warum macht man sich das kaputt? Weil der Mensch sich alles ruiniert. Ich sag nicht, dass ihr rauchen sollt, aber es ist unweigerlich auch eine coole Geste. Du hast ja mal Ketten geraucht früher. Ja, Salzstangen. Und dann kam die Erfindung des Rauchen. Der Zigarette. Und dann habe ich angefangen, Zigaretten zu rauchen und keine Ketten mehr. Haha! Ich glaube, tatsächlich hatte ich den Vorteil, dass ich als Kind so dumm war, dass ich das cool fand zu rauchen. Und dann habe ich tatsächlich so einen Plastikstrohhalm genommen und habe den angezündet und wollte den rauchen. Und ich habe wirklich so gehustet wie in meinem Leben noch nicht. Ich glaube, ich habe so 10 Minuten am Stück gehustet. Und dann habe ich nie wieder auch nur dran gedacht zu rauchen, weil ich selber so dumm, so einerseits so begierig war, dass ich mir das selber versaut habe. Das war total klug. Es war einfach glücklich. Nee, es war so dumm. Es war ein glücklicher Zufall. Genau, es war genau die richtige Menge Dummheit. Es war, du kennst es ja, wenn das so umschlägt und dann das Gegenteil wieder ist. Ja. Wie so ein Trashfilm, der so schlecht ist, dass er wieder gut ist. Ja. Und das war so dumm, dass es wieder klug ist. Dass es so ganz knapp wieder auf klug umschlägt. Also, nur weil das Ergebnis ein willkommenes ist, heißt es ja nicht, dass die Motivation dahinter klug war, ne? Als fällt der darunter, das ist ja, das stimmt. Im Sinne. Okay. Also es gibt leider. Ich glaube, die panzern sich wirklich so ein, ne? Ja. Dass man die nicht mehr angreifen kann. Man kann die trotzdem in der Zeit einfach in komischen dann trinke ich halt was. So. Unangenehmes Wesen. Schlawenzel, hier noch einer. Jetzt einer ist ja leider runtergefallen. Ah ja, da. Okay. Der macht mit dir, was er will. Oder? Der macht mit dir wirklich, was er will. Das finde ich nicht okay. Da habe ich jetzt einen gesegneten Edelstein und du hast sowas nicht. Jopp, ein gesegneten Edelstein. Kann man auch aus dem. Ne, man muss. Das Springen ist hier wirklich unangenehm. Jetzt will ich sehen, wie du den Sprung nimmst. Das willst du sehen? Dann zeige ich es dir. Wow! Ich bin begeistert. Tipptopp, Nils. Ich nehme alles zurück, was ich im Forum über dich geschrieben habe. Dankeschön. Das ist lieb von dir. Kannst du. Ich lasse es mal stehen, einfach nur damit alle wissen, was da gemeint. Ja, ich würde es echt gut finden, wenn du es jetzt einfach auch dann auch löscht. Also. Wie ist denn dein Fake-Name noch immer? Florentin Schmill? Nee, das sage ich nicht. Nee, das sage ich dir nicht.
Ich hab die Lippe, das sag ich dir nicht. Dein Bayerisch wird immer besser, Nils, muss ich echt sagen. Also, es ist wirklich unverwechselbar. Ich fühle mich richtig zu Hause, wenn ich dich zuhöre. Bin der Olm Peter auf der Olm. Ich hau die um wie die Kuh auf die Wiese. Alter, ich häng hier leider. So, jetzt das mit der. Mit der Härte des Steins, das üben wir nochmal. Okay. So. Das ist doch mal eine atmosphärische Lichtkulisse, oder? Wie diese Feuerlanze das so erleuchtet. Anvisieren ist rechter Stick reindrücken. Ah. Wie du einfach doch locker durch diesen Schild durchkommst, als wärst du eine Klarsichtfolie. Nee, du musst den Moment abpassen, wo der Schild sich kurz lupft und dann gehst du da rein. Und dann gehst du da richtig rein. Aber dann auch ohne Gnade und ohne Verzögern. Mal 32.000 zurückbekommen. Das ist ja kleine Summe verglichen mit dem, was ich da reingebohrt habe. Mutter? Ja, ich bin's. 1:1 zu verwechseln. Ja, ja. Geht's da oben auch noch irgendwie weiter oder so? Nee, ne? Nee, von da glaube ich. Genau, da war jetzt die Shira. Shira and the Star Sheriffs in the sky. Can you feel the thunder inside? Saber Rider. Make a lightning crack as you ride. Ey, ich bin dran! You got to be the bean. Saber Rider. And the Star Sheriff. Nö, in the sky. Warum hat er mich jetzt noch erwischt? Schnell, lauf weg, okay. Wie ich so diese Altherren-Serien hier, wirklich. Schön bei einem Werthers Original. Saber Rider ist ja keine Altherren-Serie. Ist doch für Damen gewesen. Alter! Jetzt, auf den Moment hat er jetzt ewig gewartet. Ja, echt. Abi, der Elite, lieber Burschel. Bei uns zwei aber gewonnen hier, Redioni. Du bist so ein sprachliches Naturtalent, das ist unfassbar. Wir müssen andere jahrelang üben. Aber du kannst so diesen Dialekt wirklich einmal hören und jetzt direkt auf rüber. Ja. Mann, jetzt ist Schluss mit eurem Teufelswerk. Schnauze voll! Witwe Bolte! Ja. Deine Wut ist ins Leere gepieselt. So kann ich nicht arbeiten. Jetzt ist auch noch so. Hier ist aber hier so ein kleiner. Ich will, dass sie mir hilft. Old Might, ich bin in Not. Können wir uns jetzt mal darauf einigen, dass irgendwie. Die Musik wird auch nicht spannender oder so, wenn man wenig Lebenspunkte hat. Nee. Ich find's gut, wenn man gar keinen Estus Flask mehr hat, dass dann so eine ganz billige. Oh, das war das Dümmste, was hier passiert ist. I got the feeling. So. Es sind 65.000 Seelen. 65.000 Seelen. Was hältst du eigentlich von diesen neuen Mikrofonen, die so dünn sind, dass man sie kaum noch als solche erkennt? Ich glaube, das ist ein Sicherheitsrisiko, weil natürlich jetzt den heimischen Spionen nichts mehr davon abhält, diese hier und dort in sämtliche Gemäuer zu verstecken und damit ja, Privatsphäre quasi aufzulösen. Ich sehe das kritisch. Vielen Dank. Damit zurück in die angeschlossenen Tonhäuser. Der ist hinüber, ne? Da haben wir uns mittlerweile. Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Genau. Gut, dass ich nachgefragt habe, dass ich deine Expertise. Guckst du manchmal auch so alte Sachen und denkst dir, früher war die Welt einfach einfacher und besser. Nee. Nicht besser, aber einfacher. Und irgendwie. Nee, viel komplizierter. So in Rom, wo irgendwie alle fünf Namen hatten, jeder heißt gleich, du musst für jeden Kram irgendjemanden kennen, der für dich bürgt und so.
Fisch? Nee, nein, nicht schwer. So weit super zurück. Schwer. Ich meine nicht das Antike. Du meinst vorgestern? Ich meine so in den 60er Jahren, 70er Jahren. Vielleicht auch noch in den 80er Jahren. War da nicht alles irgendwie, alles war einfach einfacher. Weißt du? Und langsamer. Alles. Ich bin ein Timing-Ungetüm. Weißt du noch, was Ladenöffnungszeitsgesetz ist? Das hieß, früher durftest du bis um 18 Uhr deinen Laden aufmachen. Und dann musste der zugemacht werden. Ja, furchtbar. Und samstags durftest du bis 12 Uhr. Oh, geil. Das ist richtig starke Leistung. Samstags bis 12 Uhr. Und dann gab es sowas wie einen langen Samstag, gab's einmal im Monat später. Das ist für mich die schlimmste Welt. Ich mag Bayern sehr gerne, bin dort immer gern. Aber immer wenn ich sehe, Ladenschluss 20 Uhr, sage ich, ne, raus hier. Raus aus diesem Land. Raus hier, ab zurück ins herrliche Brandenburg. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, oder? Ich meine, du durftest nur zu Zeiten einkaufen, wo eigentlich eh alle arbeiten mussten. Ja. Stell dir das mal vor, um 18 Uhr machen die fucking Läden zu. Und da gab's ja auch noch keine Tankstellen, die jetzt irgendwie, wo du sagst, oh, ich kaufe mal eine Milch. Nee, da gab's Benzin. Mussten die Kinder Benzin trinken? Ja. Ich meine, sehr nahrhaft. Wie hat man das gemacht? Ich erinnere mich noch an die Zeit und da wurde es immer geändert. Diese Diskussion, die da geführt wurden. Oh, kann man das schon machen? Klicks runter. Ich will, dass sie da unten schon mal Angst haben. Mich würde mal interessieren, wie so ein durchschnittliches, wie so ein Teenager, so ein 16-jähriger Noah oder Finn oder wie die alle heißen, wenn die mal so jetzt in den 80ern leben müssten. Ja. Ohne Internet, mit einem Familientelefon. Und dann so Ladenöffnungszeiten, Briefe schicken. Ich habe mal einen ganz winzigen Brief geschickt. Heimlich, meiner Oma. Einen winzigen? Und der war so klein. Der war wirklich winzig klein. Warum? Also ein ganz, ganz kleiner Brief. Das war so die Briefmarke und dann nochmal so viel Platz auf dem Zettel. Mhm. Und dann habe ich den abgeschickt und der kam tatsächlich an. Wirklich, ja? Tatsächlich. Meine Oma so, bist du gefangen irgendwo oder was ist los? Hast du den aber ich nur die, da war auch gar kein Inhalt drin, nur die Adresse meiner Oma und die Briefmarke und sonst nichts. Es war einfach nur eigentlich Papier gewordene Geldverschwendung. Ja. Ah, er war lächerlich. Aber es kam tatsächlich an. Da hat meine Oma, meine Mutter angerufen und so, was ist denn da los? Kam das von euch? Wieso schreibt er mir den Brief? Der will Floriden. Sagt man nicht in Bayern? Warum schreibt er mir den Brief? Sagt man nicht bei euch auch oft den Nachnamen zuerst? Ja, der Unterbüchler-Sepp. Der Unterbüchler-Sepp, genau. Und manchmal, in ganz traditionellen Gebieten, sagt man sogar noch den Namen des Hauses, wenn man jemanden benennt. Aber welchen Namen trägt dann das Haus? Hufflepuff? Alpenblick. Das ist der Josef vom Alpenblick, weißt du? Ach, der Alpenblick-Josef von Schmitzbrett. Das ist ja der Wiesengrund-Josef, oder? Was, ah, der Rutzgöttenbrett. Das sind nicht mal Namen, sondern die Namen von Häusern. Ja, Häuser. Aber Häuser sind älter als Menschen, haben ihren Namen mehr verdient. Häuser können nicht heiraten. Das ist wahr, ne? Der Spitzbritter-Michler, der heißt auf einmal den Spratzwurzler-Michler, weil er halt die Spratzwurzler-Monika geheiratet hat. Und du hast der Munz von der Monika gesagt. Es ist ja nicht mal falsch, dein Dialekt. Es ist einfach nur nicht Sprache. Es ist wirklich einfach, das ist wie wenn du einfach kritzelst auf dem Papier. Das ist nicht falsch geschrieben. Das ist kein Rechtschreibfehler. Es ist einfach nur nicht mal Sprache. Siehst du, es ist einfach. Kann es ja aber auch nicht falsch sein. Es kann nicht, genau, es kann nicht falsch sein, weil es nichts ist. Mir hat meine Mitschülerin gesagt, ich mag deine Schrift so gerne, weil die nach nichts aussieht. Nach nichts. Die sieht so aus wie. Die, ja, die sieht einfach aus wie nichts. Hast du so eine ganz Standardschrift, wie so ein gedruckt oder wie? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie es als Kompliment gemeint hat. Würdest du deine eigene Schrift erkennen? Ja. Weil ich schreibe
Boah, ich schreibe kaum. Ich habe immer so einen kleinen Code. Ja? Ich mache immer einige Buchstaben, mache ich extra, dass ich sie so erkennen kann. Weil ich habe große Angst, dass sich irgendwer als Nils ausgibt und dann also mich davon überzeugen will, dass er ich aus der Zukunft ist. Und dann sage ich, ja, dann schreib mal und dann schreibt er was. Und dann kann ich anhand meiner kleinen. Das ist schlau. Ja, weil stell dir mal vor, wie krass das ist, wenn jemand sagt, er ist du aus der Zukunft und sagt dir irgendwas, ey, du musst jetzt die Rosenpichler-Mori heiraten. Ist das eine Betrügermasche eigentlich? Mhm. Du rufst, also du suchst hier so Leute, so Verschwörungstheoretiker, die eh alles glauben irgendwie und die auch mal so eine Sehnsucht nach gibt's mehr da draußen haben. Mhm. Und die rufst du an und sagst, ja, ich bin du aus der Zukunft und bitte überweis 10.000 Euro an diese Adresse. Sonst wird der Welt untergehen. Damit ich leben kann. Damit wir leben können. Genau, sonst löst du dich auf. Weil ich nämlich noch mein Halogen brauche, um existieren zu können. Stirb, Mixerpichler! So, Alpenburschel. Dann wollen wir mal weiter. Was ist hier? Ist ein Loch in der Brigade. Guck. Ach, waren wir noch nie. Hier waren wir noch nie. Sonst wäre das Item weg. Sag mal, diese Tinanitbrocken, ne? Die wollen uns doch irgendwas mitteilen. Oder? Die wollen uns doch sagen so, hey, benutze mich. Irgendwie. Nee, das ist einfach nur schlechter Loot, weil wir kein Glück haben. Schlechter Loot. Das ist einfach nur, normalerweise könnte da jetzt schon die Titanit-Schaluppe, die Titanit-Scherbe, die Titanit-Kavemme, die Karavette, die Titanit-Kaluppo, alles könnte schon droppen, wenn wir nur genug Glück hätten. Aber Nils von Anfang an, nein, das macht man so nicht. Das steht nicht so in der Dark Souls-Komplettlösung drin. Da steht drin, man muss nur das skillen. Ich glaube, wenn ich Dark Souls nochmal spielen, ich würde es ganz anders spielen. Gut? Würde ganz anders spielen. Oder mit mehr Werbung? Mit mehr Werbung. Oh. Moin. Morgen. Sag mal, ich dachte, du hast aufgehört zu rauchen. Ja, ich rauche jetzt Bohnen. Spinnst du? Du rauchst Bohnen? Das macht man nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Herzlich willkommen zum fünftbeliebtesten Gaming-Duo hier bei Nils und Florentin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Natürlich stecken wir beide in dem knöchrigen Leib von Larbo Pauslin, der hier... Danke, der hier sein nächstes Abenteuer erlebt. Er ist nämlich, er hat keine Lust mehr, nur zu Hause rumzusitzen. Deswegen hat er sich ein Schwert auf die Schulter gehievt und ist hinausgezogen in die große Welt und will dort mal sich ein bisschen umgucken. Und was er dort findet, ist nur Trauer, Trauer, Trauer. Aber jetzt sind wir tatsächlich in einer schönen Welt mit Blumen. Gleich kommt noch ein Pool. Ich hab mal eine Frage. Und zwar wollte ich mal fragen. Machen wir einfach so. Ich wollte mal fragen, wie kümmt man hier knallen? Die ist so kleine Eckel. Da kümmt man. Es ist wirklich schwer, einen Dialekt zu sprechen, den es noch nicht gibt, aber ich glaube, du schaffst es. Eckel. Ich glaube, in keinem Dialekt sagt man zu Ecke Eckel. Das also wirklich. So. Also, falls ihr einen Dialekt sprecht, schreibt mal, falls ihr zu Ecke Eckel sagt. Und wenn nicht, dann hat Nils Bumhoff gerade einen eigenen Dialekt. Oh, dann kann man Bumhöfisch. Ich kann ihn dann nach mir selber benennen. Ja, und du könntest sowas machen wie Sklimansland und nennst es den Bohmhof. Und da sprechen alle Bumhöfisch. Und da sagen alle Eckel. Ey, das ist ja das. Oh, ey. Soll ich dir das dann beibringen? Dann wärst du der Erste, der das lernt. Und dann könntest du das sozusagen weitergeben und... Aber da könnte man eigentlich ein interessantes Sozialexperiment machen. Wie viel Einfluss hat ein einzelner Mensch auf die Sprache? Und du könntest einfach als einziger diesen Dialekt sprechen und dann kann man ja über die Jahrhunderte beobachten, ob und wie er sich verbreitet. Und das wäre, glaube ich, für die Wissenschaft, die linguistische Forschung, ein Goldstück, dass man das mal so in Reinform hat.
Das finde ich ganz große Klasse. Ich mag das Konzept, die Sorte ist so. Ey, wenn ich nach dem Urlaub zurückkomme, sprechen hier alle so. So, ich will mal hier kurz. Wo muss ich denn hier lang? Ich wollte mal einmal kurz. Nicht durch die Säule hauen jetzt mal lieber. Ich will diesen Schild haben, den der hat. Ja, okay, hol ich dir. Ich hoffe, der droppt den. Das, der sieht mega gut aus. Hol ich dir, mein Schatz. Ich hol dir alles, was du willst. Nehmen Sie bitte. Wow! Als hätte er schon mehrere Bosse gelegt, tänzelt er darum. Okay, das ist gefährlich. Aber ich hab's noch rechtzeitig wie ein Genie. Ich war schneller als... Das ist eigentlich meine Wahrnehmung, weil ich war besser und schneller. Wie häng ich jetzt so lange an dem? Lass mich mal hinter dich. Okay, das war sehr dumm. Ich spiele gerade sehr dumm. Nö, das ist auch ein harter Gegner. Nee, ich spiele sehr dumm. Ich glaube, der letzte Abenteurer ist auch an dem gestorben, wenn der Waldmeister Marmeladefleck da nicht lügt. Hm. Ich verstehe nicht, was ich hier mache. Alter, wieso trifft? Wie ich ihn nicht mehr bewegen muss. Wenn du einfach draufschlägst. Stark! Stark! Stärker! Am stärksten! Nix Bumhoff! Man darf oder nicht zurückweichen. Wie man ihn in der Medienbranche nennt, Quotenbumhoff. Quotenbumhoff. Warum? Weil man weiß, dass du die Quote bringst. Oh, das stimmt wirklich. Aber bei dir weiß man einfach Marktanteil nie unter 20%. Egal was, ne? Egal welcher Markt. Quothoff. Quothoff. Ohoho. So, hier ist dein Überbleibsel. Oh, immerhin 20.000 Mark. Jetzt bin ich in der Situation, dass ich wieder da... Könnte man sich einfach nur dieses Ding kaufen? Ich würde es tun. Vergiss die Tastatur, ich will einfach nur das haben. Das ist so das ist echt viel richtig. Zeit. Ich überlege, ob ich das mehrfach klauen kann. Du kannst so dein Kinn abschützen. Kannst so dein Kinn abstützen. Kannst dir auf den Kopf legen. Und du kannst so... Ey, so eine Mundharmonika, wo man gleichzeitig trommeln kann und blasen. So? Mundharmonika? Mega gut. Also blasen und Keyboard. Keyboard ja. Und Mundharmonika. Nee, Bongo. Eine Mundharmonika. Du hast so Bongo-Teil ja. Rechts und links und in der Mitte sind eine Mundharmonika. Eine Mundharmonika. Ja, ich persönlich finde, das ist eine One-in-a-Million-Idee. Super gut. Wenn jetzt Frank Thelen das anders sieht, lasse ich nicht davon abbringen, so. Das sind die beiden beliebtesten Instrumente, die es gibt. Mundharmonika und Bongos. Kombiniert in eins. Ich denke mir immer so, es gibt so viele Instrumente, wo die Leute, die es spielen, noch eine Hand oder einen Fuß oder fast den ganzen Körper frei haben. Mhm. Mach damit doch was. Okay, ja, kennst du, wie heißt der? So ein Trompeter so. Warum kann er nicht mit einer Hand trompeten und mit der rechten einfach schnippen oder so eine Rassel noch haben? Oder dann irgendwie so auf so ein Glockenspiel hauen oder irgendwie sowas in der Ecke. Nutz doch deinen Körper aus. Ist doch genug. Du hast doch genug davon. So, ich hab paar Fragen. So, wie geht's jetzt weiter? Müssen wir erst den Respawn von diesen Walzmännern irgendwie ausschalten? Das ist so Fragen, der kann ich nicht beantworten. Das ist so Fragen. Die würden mich selbst auch interessieren. Nein. Wir bleiben ganz ruhig. Schlurf, Mann. Nein, hat er mich geschlurft? Oh Gott, verstecken mich. Er sieht mich. Bin ich da? Der hat mich sofort sieht. Okay. Wir probieren das nochmal hier durch. Ich schlurf einfach durch. Ja. Diesmal lauf ich. Ja, ich lauf durch. Ist mir egal. Also immer, Ringritter Speer. Okay. Also, okay, das sind mir jetzt zu viele. Ja. Was hat er gesagt? Entschuldigung, dass ich den Monolog nicht verpasst habe. Irgendwas hat er gesäuselt. Ja, das hab ich verstanden. Kannst du sagen, was er gesagt hat?
So ganz stimmungsvoll, während du einfach um dein Leben rennst. Hause, thou dust those destiny. Und so, ja, Leute, okay, ich muss eine Sekunde. Guck mal, hier kann ich runter. Da gehe ich einfach runter jetzt. Ich fühle jedes Mal deine Enttäuschung, diese Welle an Enttäuschung, die von dir ausgeht und sich durchs ganze Gebäude durchwabert. Der arme Anton sitzt nebenan. Alle 5 Minuten kommt so eine Enttäuschungswelle, so einmal durch den kompletten Raum geweht. Der kriegt das alles ab. Ja. Und wieder eine. Und wieder eine. Schnabbeler. Und wieder eine. Bis in die Regie kommt das dann an. So ein paar Sekunden später. Alter. Einmal Enttäuschung. Alter, was? Wow! Was? Beyblade! I just wanna be your Beyblade! And after all, you're my Beyblade! So, weißt du, was mein Befürchtnis ist? Mein Befürchtnis ist, wir werden durch diese dicke Suppe richtig warten müssen. Du, das ist Kobalt! Nicht Nickel? Knoblauch-Kobalt! Du hast Knoblauch-Kobalt gefunden, glaube ich. Echt? Das ist aber good. Warte mal, wir haben noch ganz viel von dem, das hier. Sämtliche Resistenz. Sämtliche Resistenzen. Ist da ein Schiff im Moor? Nee. Okay, sorry, ich dachte, das wäre... Okay, ich raste da jetzt durch. Wir haben 100 Proben Bonfire übersehen. Ist mir jetzt egal, ich raste da jetzt durch. Ich gehe hier ruf und denke... Da willst du mal sehen, wie du rast. Und dieses Moor... Links ist doch bestimmt irgendwas. Aber ich will es nicht sehen. Ich will jetzt Oder ist da vielleicht ein Bonfire? Du kriegst ja gar kein Gift. Eine Leiter. Stimmt, der kann nur am Boden angreifen, der perfekte Counter ist der Leiter. Wir sollten einfach so einen Schemel bringen, dann kann er... Ja, wir bitten uns so kleine Schemel unter die Füße einfach. Oh Gott, ich weiß... Nein, hier, da ist er wieder. Hi, Buddy. One poor girl slew her own kin, but even so was embraced. Enveloped by the abyss, it was a comfort that neither moon nor sunless sky afforded her before. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Du, sie erinnert mich jetzt doch eher an eine Heuschrecke. Ja, let the feast begin. Die sind anscheinend hier, um irgendwas aufzufressen. Mhm. Die wollen den Drachen fressen, Nils. Die Heuschrecken sind hier, um den Drachen aufzufressen. Ja. Und deswegen müssen wir ihn zur Ruhe legen, damit er... Ja. Weiß ich auch nicht. Ich bin immer so kurz davor, die Lore zu verstehen, aber dann ist dann... Das hier kurz. Und entfleucht es mir dann doch. Okay, also ich weiß nicht, was er jetzt so will, aber... Oh, ein Krissel, Mann! Bleibst den Krissel! Oh nein! Oh Gott. Ja, das war jetzt zu gefährlich. Er wollte mich. Oh, über Geste, oder? Geste am Buch? Gucken wir gleich. Guck mal, hier geht's auch irgendwo lang. Da geht's in diese Türmchen rein. Die ist so. Vielleicht kannst du von da die Tür von der anderen Seite aus mal aufmachen. Das ist ja nämlich der größte Traum. Mach das erstmal. Erstmal hier, ne? Kommt man da wieder hoch? Nö, da kommt man nicht hoch. Nee, ja, wir machen das. Irgendwas wird da schon sein. Irgendwas? Komm, ey. Da ist jetzt ein Bonfire oder ein Shortcut. Sonst bin ich beleidigt. Ach nö, da geht's Kein Interesse dran. Oh nein, die Finsterlinge mit ihrem riesigen Hammer. Was, ey? Scheiße, ich hätte gern... Okay. Scheiße, jetzt bin ich sowas. Vermutlich tot. Boah, ist das gemein, ey. Ich verstehe die nicht. So, jetzt lass mich auch mal was machen. Ich will den kaputt machen, den Hammermann. Den Hammermann! Ey, soll ich dir mal was sagen, was ich gerade gelernt habe? In meinem Kopf ist mir eine Soufflöse erschienen. Weißt du, was sie gesagt hat? Werbung? Nein. Sie hat gesagt.
ey, ihr seid so dumm, renn da doch einfach durch. Durch den Sumpf, ja. Nee, durch alles. Wieso kämpfen wir überhaupt mit irgendwem hier noch? Renn doch durch alles einfach durch. Auch da gleich. Du hast es, Nils. Durchrennen einfach, wie doof wir sind. Wir denken so, ja, wir sind Rittersleute, wir kämpfen einfach gegen alles. Nee, Mann. Schneemann, wir rennen einfach durch. Auch jetzt der da, Pille, Palle, Schmalle. Interessiert uns überhaupt nicht der Doofkopf. Soll er, was er für Sorgen hat. Sind doch nicht unsere Sorgen. Ja, okay, das war jetzt auch echt elegant gemacht. Ja, schnipp, schnipp, schnapp, schnippel die Stumm. Snack, snack, snack. Treppe runter. Und weggenüdelt. Und dann da runter in den Sumpf da und dann an den Leuten vorbei und dann rennen die in die Mortadella. Und dann da irgendwann da die Leiter hoch. Moment, und du meinst jetzt... Weiter, weiter, weiter. Halte dich nicht auf. Wenn du stirbst, darfst du nochmal, weil ich dich befehle. Du meinst jetzt die Sumpfecke oder was? Ja, einfach jetzt links die Treppen runter. Einfach durch die Genüle. Kann ich mir ein Gläschen gönnen? Ja, kannst du. Und dann gleich rechts da. Oder kannst auch du in den Sumpf rein, ist eigentlich scheißegal. Das nochmal. Alles gut. Meine nur. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt in den letzten Folgen so schätzungsweise 250.000 Seelen einfach. Ja, was ist das denn mittlerweile noch? Ein halbes Level? Halbes Glück? Das ist. Darf ich mich mal was fragen? Du hast noch nicht einen von denen gegessen. Warum? Also ist keine Anklage, ist auch nicht assi gemeint oder so. Nur, würde mich nur mal interessieren. Ich sag mal so, ich habe mein Zuckerlimit heute schon vierfach überragt. Und mehr soll es dann auch nicht werden. Ich, weißt du, meine Diätpsychologie ist folgende. Oh, jetzt ich stopfe mich erbarmungslos voll. Mhm. Also wirklich ich jeder. Eine gute Idee, Diät. Gute Idee. Jeder Vernunft trotzend, Gino in wirklich Entsetzen. Und dann sage ich aber so abends um 19 Uhr dann so: Nee, das Hanuta esse ich jetzt nicht. Und dann, dann denke ich mir, aber, nee, aber du hast heute wirklich, warst heute vernünftig, weil ich dieses eine Hanuta abgelehnt habe. Mhm. Davor aber irgendwie 6 Zisternen Schokoküsse, 4 1 Meter Toblerone oder so, halt wirklich, wirklich für ein Landlebewesen lächerliche Kaloriensummen zu mir genommen. Aber dann so am Ende sage ich so, nee, also das Knäckebrot, das muss jetzt wirklich nicht mehr sein. Und dann fühle ich mich gut. Ohne Butter. Oh, das ist ja, ja der Doppel- die Doppelmob. Eine Leistung, von der Jahrhunderte noch gesprochen wird. Kannst, wenn du zweimal drückst, auch direkt zwei schnabulieren. Immer in die Sackgasse rein. Oh Gott, geil! Was auch immer das war. Der Kopf des weißen Predigers. Der war so groß und weiß. Die Nacht, durch die wir segelten, die war so furchtbar heiß. Kameraden! Oh, der ist groß! Der ist riesengroß! Vorsicht, er verfolgt dich. Er ist von dir angetan und will dir was antun. Da ist etwas. Etwas leuchtet. Ist es etwa? Ist es etwa? Glitzi! Das gerade Ringelschwert. Oh, jetzt ist kurz Ruhe. Ah, da ist Servus, Christi! Servus! Oh, nein! No! 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 Der hat den NSC umgehauen! Then I said. Sag einmal! Oh, no, no! Ist hier Graffiti? What the fuck? Was ist das für eine Gegend? Ey, vorhin hat er wieder denselben Satz gesäuselt. Mutierte Grashüpfer. Ist er jetzt sauer auf uns eigentlich? Ja, aber oh, ich hoffe doch nicht. Wenn der andere da kommt und ihn den Hammer spüren lässt. Ja, aber die sind ja teilweise auch so dumm, dass die einfach sagen. Oh, oh, oh. Ja, ja, Leute. Von den ja, klar, natürlich. Sumpf ist Trumpf. Ey, ey, ey. Ich will nicht wissen, an wie viel Bonfiren und Abkürzungen wir schon wieder vorbeigeschreddert sind, ey. Aber irgendwo muss ich ja was finden hier. Da ist er, der Hammerbruder, der unseren Freund die Schabe auf dem Gedächtnis, auf dem Gewissen hat. Oh, jetzt ist mal ein bisschen ruhig, ne? Alles voller Kobalt. Oh, diese Ruhe ist so schön. Da sitzt so einer.
Den lassen wir mal sitzen. Ach du meine. Wow, ist es nicht dieser Boss? Der sieht aus wie ein Tree Sentinel. Das ist doch der Boss, diese Tracht. Stimmt. Diese Rüstung. Ja, ja, den du platt gemacht hattest. Ja, nie wieder. Den hast du besiegt. Nee, das macht man nicht. Zweimal gegen denselben Gegner kämpfen. Das ist unter unserem Niveau. Das ziemt sich nicht. Finde ich auch nicht okay. Ist das vielleicht der weniger bedeutsame Bruder, der jetzt auf Dienst im Sumpf hatte, damit er nicht die Thronambitionen ausleben kann? Thronambitionen, das ist ein schönes Wort. Das ist ein klassischer, also ich hoffe, dass die nächste Game of Thrones Band heißt Thronambitionen. Ja, das wäre echt schön. Vor allem, wenn du ein König wärst, könntest du dich sowohl Nils Thronhoff als auch Nils Kronhoff nennen. Beides, ne? Wofür würdest du dich entscheiden? Das ist sehr, sehr interessant. Also sagen wir mal kurz über Kronhoff. Thronhoff. Also Kronhoff, das ist beides fantastisch. Aber ich finde, was ist bedeutsamer? Wovon gibt es weniger? Von Thronen oder von Kronen? Hat jeder, der eine Krone hat, auch einen Thron? Nein, weil zum Beispiel auch ein Prinz kann eine Krone haben. Ja, und vor allem ein toter König hat eine Krone, ja, oder? Aber kein Thron. Also der Thron, die Krone wird auch weitergegeben. Ja, es gibt nur einen. Wer auf dem Thron sitzt, jeder kann so, oh, es gibt, ist er, nee, das ist sein, das ist, hey Buddy, ist er das? Der ist jetzt Buddy mit uns. Wow, nein, aber wow, wow, wow. Wir waren das pack halt einfach auf überhaupt. Pack die Stöcke wieder ein. Hey, pack die Stöcke wieder ein. Also ich, Nils, du, kleine Schwester allein. Da musst du jetzt schon dein Näschen zeigen für Bonfire-Geruch. Bonfire. Fräulein Smellers Gespür für Bonfire. Wir haben das immer falsch ausgesprochen. Das heißt nicht Bonfire, sondern Bonfire. Bonfire. Willst du mal einen Run sehen jetzt? Willst du mal einen richtigen Run sehen, mein Lieber? Geschwindigkeiten hier. Du hast noch gar nichts zu Sebastian Vettels Rücktritt von der Formel 1 gesagt. Ja, finde ich schade. Finde ich schade. Warum hörst du mit der Formel 1 auf? Vettel. Ihr mockt die gerne, kommt zurück. Ja, da haben wir wieder ein Lied aus den drei, die Nils Boomhoff kennt. Sein gesamtes Repertoire ist nach 8 Minuten ausgeschöpft. Das stimmt nicht. Aber die Anziehungskraft dieses Songs ist so gewaltig. Du kannst auch nicht sagen, ey, die Sonne ist der einzige Planet, nur weil die größere Gravitation ausübt. Das stimmt halt einfach nicht. Das ist gelogen und ich bin gegen Lügen. Lügen sind gemein und gefährlich. Sei doch einmal ehrlich! Lass die Leiter rauf! Ich guck noch mal eben, bevor wir uns verewiglich. Das hat so einen coolen Rhythmus immer, diese Leiter. Da, 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 schnapp, da, dibbeldibbel, dub, schnibbeldibbel, dabbeldabbel, dabbeldibbel, dub, schnupp, dub, dibbeldibbel, dub, schnibbeldibbel, dabbeldabbel, dubbeldibbel, dub, schnupp, dub, dibbeldabbel, dabbeldabbel, dabbeldabbel, dubbeldibbel, dub, dibbeldabbel, dabbeldabbel, dabbeldabbel, dubbeldibbel, dub, dibbeldibbel, dub, dibbeldibbel, dub, dibbeldibbel, dub, dibbeldibbel, dub, dibbeldibbel, dub, dibbeldibbel, dub. Das ist so eingängig. Was ist denn das für ein BPM? Kann das jemand mal rausschreiben? 120. 120? Ja. Hier kam der Dottersackmann. Hier, der da. Dann komm noch mal her, mein lieber Freund. Ich hab die Lippen, aber sind wir ja cool. Hey, komm her, mein Freund. Ich hab die Lippen, ich hab die gern. Also, weißt du, was mich an dem nervt? Der hat zwar einen dicken Hammer, okay, aber der kann halt auch nicht gestunt werden. Also der schnau jetzt doch. Ich muss es nur sagen, dann merkt der Code selber so. Whoops, oh, sorry, stimmt. Okay, jetzt bist du wieder dran. Nee, ich bin dran. Okay, du bist wieder dran. Ich sag mal so, ihr seid beide jetzt nicht die fake. Oh, hör auf, in dein Gebälk rein zu pumsen! Mann!
Du Gaselt, Schnasel! Ich zeig dir jetzt einen Trick. Wow! Nicht schlecht, wie hast du das gemacht? Zauberei. Du bist echt einer der Besten. Der Beste! Ich bin kurz wieder vom Wahnsinn. Einfach weil, ich weiß ja auch nicht warum. Wahrscheinlich, die Frage ist, wenn man unabhängig von der Situation, in der man sich befindet, dem Wahnsinn anheimfällt, ist man dann dem Wahnsinn nicht schon vor langer Zeit? Oder ist man der Wahnsinn selbst? Fällt die Realität uns anheim oder wir dem Wahnsinn? Sind wir Wahnsinn geworden oder sind wir der Wahnsinn? Ja, es gibt ja immer Auslöser und Grund sozusagen. Ne? Ursache und ja, Auslöser. Der Auslöser hat ja nicht notwendigerweise, ist nicht notwendigerweise der Grund. Das ist völlig richtig. Das heißt, es kann ja ein Wahnsinn sein, der schon seit Jahrzehnten angelegt ist und plötzlich durch so eine Randbemerkung, die völlig nichtig erscheint, ausgelöst wird. Und da fragt man sich natürlich, warum jetzt gerade diese Auslöser-Worte, aber die sind am Ende eigentlich auch egal. Ja, ja, ich stimme euch schon zu. Nee, ihr müsst mich gar nicht mit euren Hackbeilen überzeugen. Das ist... Ich bin voll und ganz auf eurer Seite. Hack, hack, Frikadellen, Johnny. Hack, 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 ich hacke mit. Hackst du etwas? Hack für mich. Dann singe ich ein Lied für dich. Wo war's? Da, ja, rechts, ja. Und dann links um die Ecke und dann ganz schnell die Leiter hoch. Vorsicht, du bist in Gefahr. Nicht einmal darfst du getroffen werden. Ich wusste nicht, dass man was drücken muss, um zu klettern. Stehst du manchmal vor der Haustür stundenlang? Kann das sein? Ich hatte kurz vergessen, dass du was drücken musst. Ich dachte, der klettert. Du, ich spiele so viele verschiedene Videogames. Bei manchen Satisfactory, die klettert man automatisch hoch, wenn man an der Ding ist. So. Ja. Du bist halt so ein Schmalgamer. Du spielst halt immer nur Dark Souls, den ganzen Tag, ab und zu mal Elden Ring. Ich bin halt ein Fächergamer. Ich bin breit, ganz breit aufgestellt. Das stimmt, aber ich dachte, wir beide würden zusammen Satisfactory spielen, aber dann bist du das gar nicht. Dann spiel ich mit, dann ist es ein anderer Florentin. Das will. Ich habe das Spiel ja früher, vor 2 Jahren schon mal durchgespielt, Satisfactory, und habe aber meinen Run komplett gespeichert. Ja. Und habe den jetzt einfach bei dir importiert. So, das alles, was ich mache, ist eigentlich schon vorausgeplant. Das steht alles schon fest und wird einfach nur abgespult. Und du, und ich sitze zu Hause in der Badewanne und höre Beethoven, während du da irgendwie versuchst, mit mir Gespräche zu führen. Warum hörst du denn nicht Beethoven? Gezaubert! Gezaubert wie so ein richtiger Vuvuzela-Typ. Oder wie so ein richtiger Axel Hart. Wegen deiner null Seelen wäre ich jetzt fast auch noch mal verletzt worden am Bein. Der hatte den Beyblade auf dich gesehen, den heiligen Beyblade von Anor Londo. Der heilige Beyblade. Übrigens, diese Schabe ist nicht dieselbe Schabe. Es ist die gleiche Schabe, aber nicht dieselbe Schabe. Die hat eine andere Farbe. Nee, ach, guck mal, da müssen wir auch noch mal hin irgendwann. Wie der uns einfach dahin locken will, ne? Dieser Wurm. Ja. Der ist doch mit dem Bösen im Schilde, wie sagt man? Das Spiel hat gelernt, dass wir diese Dinger lieben. Die Schilde gilt. Und deswegen setzen die uns immer als Köder vor. So, jetzt komm her, du Kack. Ich kann mir gut vorstellen, dass da um die Ecke ein Bonfire ist, das einfach von dem Typen bewacht wird. Also hauen jetzt um und dann hast du es auch. Das mache ich, da freue ich mich drauf. Stark. Stärker. Ich war gestunt! Lass ihn auch mal probieren. Gestunt war ich! Gestunt! Bewegungsunfähig! Verharrt! Zum Zuschauen, verdammt! Weißt du übrigens, welche Gottheit ich gerade darstelle, wenn ich das so mache? T. Justitia. Ah, Gleichgewicht, Balance.
Aber hier, durchlamen ist auch eine Kunst. Das ist doch super. Hat nichts mit Lamings zu tun. Was ist dein Lieblingsnagetier? Oh, das ist natürlich schwer. Ich bin natürlich schon ein großer Freund von der gemeinen Ratte. Aha. Aber ganz knapp nebenbei ist natürlich auch der Zahnwurm. Gute Wahl. Der mir auch sehr gut gefällt. Gute Wahl. Der wirklich nur einen Zahn hat, der aber wirklich so längs in seinem Körper ist. Also der hat wie so ein Säbelzahntiger-Zahn, aber der ist so wirklich quasi direkt in seinen Wurmkörper mit eingebaut, sodass, wenn er diesen Zahn ausfährt, er quasi aus sich selbst heraus diesen kompletten Zahn der Länge nach ausfährt. Und damit kann er aber auch nagen. Ah. Deswegen ist er rein biologisch betrachtet tatsächlich ein Nagetier, auch wenn man es nicht vermuten würde. Was grüne Trottel! Ich mag die Raupe. Die Raupe ist ein Nagetier? Ja. Die kann ja auch Zahnseide produzieren. Und deswegen ist sie dental genug für dich, um als Nagetier durchzugehen, meinst du? Ja, so. Auf jeden Fall. Jetzt lass mich dir mal kurz zeigen, wie man diesen heldenhaften Hammerschwinger zur Strecke bringt. Mach das mal. Kennst du die Geschichte von dem Zahnarzt, der auf einem Teppich fliegen konnte? Zahladin? Dentaladin? Okay. Gut. Nein, nein! Oh, gut! Ja, meine Damen und Herren, das ist die letzte Folge gewesen vor der Sommerpause. Wir machen jetzt erstmal 2 Wochen Urlaub. Wir müssen uns ein bisschen erholen von den schrecklichen Dingen, die wir in diesem Let's Play gesehen haben. Und danach heißen wir euch herzlich wieder willkommen in der wunderbaren Welt von Dark Souls und machen heiter weiter da, wo wir jetzt aufgehört haben. Wir haben noch einiges vor uns. Nils Boomhoff wird in dieser Zeit lesen. Was Absolut. Willst du lesen? Van Gogh, Die Bilder meines Lebens. Mhm. Schönes Buch von ihm. Alm Grützi, Io Magui. Das ist aber auch so ein dicker Schinken. Ja, ich weiß nicht, ob ich das sich echt durcharbeiten kann. Ganz dünn gedruckt. Ja. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Urlaub. Hol dich gut. Dankeschön. Komm gestärkt wieder. Ruf nicht jeden Tag an, aber wenn du Hilfe brauchst bei irgendwas. Okay. Ich würde schon gerne mindestens einmal in der Woche deine Stimme hören. Einmal die Woche ist okay. Okay. Und dann sehen wir uns in neuer Frische, nie geahnter, nie gekannter, nie gezeigter Frische wieder. Und dann werden wir die restlichen Meter dieses Marathons namens Dark Souls 3 gemeinsam Hand in Hand bis zur Ziellinie durchlaufen. Macht's gut, ciao.